miteinander. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben es vorgestern geschafft. Wir haben die 4000 Abonnenten geknackt. Es ist, ja, ich hätte vor 2,5 Jahren, 3 Jahren, als ich angefangen habe, nee, mehr schon, 2017 war mein erstes Video. Vor 5 Jahren, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Es war zwar zwischenzeitlich ein bisschen ruhig, aber jeder hat so seine Zeiten im Leben, nicht wahr? Hauptsache, ich denke mal, Hauptsache, ich bin wieder da und kann euch neue Videos bieten in noch besserer Qualität. Ich würde gerne wissen, durch die Gegend laufen, aber es ist halt, hier ist halt Ende. 4000 Abonnenten, vielen Dank. Ich freue mich natürlich, wenn es mehr werden. Deswegen immer schön liken, teilen, abonnieren, weiterempfehlen. Und umso größer der Kanal wird, umso mehr und vor allem umso besser kann ich auch produzieren. Als kleines Dankeschön tatsächlich für die 4000 Abonnenten. Ich habe ja vor kurzem ein Testvideo gedreht. Ich habe das Gefühl, mein Opa kommt gleich hier rein. Ich sag euch, ich rieche das mittlerweile. Kann man gerade hoch, kannst du mir mal eine 21er Nuss geben? Der Schlagschrauber hat meine zerrockt. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich eine 21er Nuss ärmer. Naja, never mind. Wo war ich? Achso, genau. Ich habe vor kurzem von meinem Zulieferer hier dieses Düsenprüfgerät geschickt bekommen. Mit der Bitte, kannst du es mal testen? Wir haben hier was Neues entwickelt und zusammen mit einem Hersteller aus Indien? Ich glaube Indien. Ich glaube, ich bin jetzt nicht was an der Nase. Haben wir da was bauen lassen. Und zwar ist das tatsächlich ein Düsenprüfgerät, dem EFEP60H nachempfunden. Also hier der Ventilblock ist von Bosch, original. Das Druckventil, das drin ist, ist von Bosch. Ja, hier, ihr kriegt dann auch hier die originale Hülle mit dabei. Das Pumpenelement ist von Bosch. Und es ist, glaube ich, sogar ein originaler Bosch 5 Mikron Filter mit drin. Ja, ich habe es getestet, auf Herz und Nieren untersucht, habe ein paar Schwachstellen gefunden, ein paar Kleinigkeiten, ne? Aber es ist alles in allem, oh, ich kriege meine Zunge nicht runter, es ist alles in allem ein super Gerät, wirklich. Ich benutze es mittlerweile tatsächlich lieber als mein Bosch, original Bosch Düsenprüfgerät, das halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ist halt so, super geil, weil du hast halt hier eine glycerinberuhigte Nadel, das Ding, ja, zeigt super an, ist halt einfach geil. So Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier diesen Stift, den habe ich mir selber gedreht. Original ist da einer mit zwei Splinten dabei, aber damit ich schnell den Hebel abkriege und wieder dran machen kann, weil ich habe halt hier echt nicht viel Platz, ne? Habe ich mir da den kleinen Stift reingedreht. Die Kritik von mir ist tatsächlich auch weitergegeben an den Hersteller, wie ich das richtig, also falls ich das richtig mitbekommen habe, das heißt, sie werden da auch nachbessern. Und ich habe einen wunderschönen Preis rausgehandelt für das Gerät und kann euch, wenn jemand Interesse hat, so ein Ding zukommen lassen. Falls jemand ein gutes Düsenprüfgerät braucht, und zwar kein so ein Billigding von eBay für 100 Euro, sondern wirklich was Ordentliches mit richtiger Technologie drin. Das war meine Box. Der kann sich gerne über meine Website www.schraubershop.com unten in der Beschreibung, erste Seite, über das Kontaktformular bei mir melden und kann so ein Ding anfordern. Ich schätze mal, dass wir irgendwo so 230, 250 Euro liegen werden mit dem Ding. Dann hat man nämlich ein wundervolles Düsenprüfgerät stehen, von dem ich mir sicher bin, dass man es auch noch weiter vererben kann. Und ich glaube, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich hänge jetzt noch das Video vom Test dran. Wie gesagt, es ist ehrlich geprüft. Ich hatte es auf, ich habe die Schwachstellen rausgestellt und es sind doch zwei, drei Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Aber jetzt nichts, wo ich sagen muss, absolutes No-Go, also das sind die eBay 100 Euro China Kracher deutlich schlechter. Hier hat man wirklich ordentliches Material und ich kann es nur empfehlen. Also wie gesagt, wer es haben möchte, einmal unten in die Beschreibung auf meine Seite Kontaktformular und eine Anfrage stellen, und wer möchte, darf mir auch gerne per WhatsApp schreiben. Auf der Seite über mich gibt es rechts unten einen kleinen Button und kommt man direkt über WhatsApp-Web zu mir oder holt sich halt die Nummer aus dem Impressum. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim anschließenden Video und bis dann, euer Dominik. Ja, hallo zusammen. Guck mal hier. Bei mir ist die Tage was Neues angekommen und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe von meinem Zulieferer angeboten bekommen, dass ich dieses Ding hier für einen kleinen Rabatt zugesendet bekomme, um es mal zu testen. Einfach weil,
die der Meinung waren, dass ich wohl eine gute Rückmeldung geben kann. So, was haben wir hier? Wir haben einen Nachbau eines Bosch Düsenprüfgeräts. Stammt aus Indien. Wir sehen hier, vom Hersteller wurden tatsächlich noch die kleinen Röhrchen, in denen die Druckventile und Elemente enthalten waren, reingelegt. Das heißt, hier ist echte Bosch-Technologie verbaut. Ja, wir haben hier, das ist ja immer so eine Schwachstelle an den Dingern, die O-Ringe von unserem Absperrventil. Die darf man nicht verlieren. Druckventil und Element habe ich, glaube ich, an meinem Originalen. Ich habe ja ein echtes Bosch noch nie gewechselt. Auch ein schönes Feature ist der Filter, der hier drin ist. Ja, erster Eindruck. Relativ massiv, würde ich mal sagen. Macht einen guten Eindruck. Man beachte hier, unsere Anzeige ist auch mit Glycerin beruhigt. Also wird sie nicht so viel rumzittern wie die vom Bosch. Was mir halt aufgefallen ist, eine Fertigungstoleranz bei dem Ding. Ist alles ein bisschen schief und schräg drin. Kann man aber richten, das ist kein Problem. Und ja, ist halt, scheint mir irgendwie für Linkshänder ausgelegt zu sein. Für mit der linken Hand zu pumpen und mit der rechten das Handrad zu bedienen. Werde ich umdrehen, ist ja kein Problem. Ja, Leitungen sind auch dabei, die kommen so gerade mit. Ich habe hier die erste schon mal gebogen, dass man die Düsen gut dran kriegt, wenn man welche hat, die seitlich verschraubt sind, dass man sie so prüfen kann und von oben die anderen. Ich werde die zweite auch noch biegen. Hebel, ja, ist in Ordnung. Wenn man original Bosch gewöhnt ist, ist das natürlich ein Unterschied. Der Bolzen hier schön gesichert mit zwei Splinten. Und da ist mir schon noch ein weiteres Manko aufgefallen an dem Ding. Auch wieder nur eine Kleinigkeit. Moment, ich versuche mal gerade hier den Handhebel reinzukriegen. Aber das mit der Lochfindung ist ja immer so ein Problem. So, jetzt. Seht ihr die Schraube hier? Ja, die haben die hier auch schön reingemacht, weil die im originalen Bosch-Gerät auch drin ist. Nur eigentlich ist die dafür da, um als Hebelanschlag zu dienen, damit man das Element nicht breit schlägt, wenn man eine schnelle Pumpbewegung macht. Ich zeige euch das mal kurz am Original. So, hier haben wir jetzt das originale Düsenprüfgerät von Bosch. Ihr seht, Handrad auf der anderen Seite, kann man schön mit links Handrad bedienen, mit rechts pumpen. Die Anzeige nicht beruhigt und vor allem hier die Anschlagschraube. Wenn wir jetzt unseren Hebel mal hier reinmachen, man beachte, der ist auch nicht mit einem Splint gesichert, sondern einfach nur durchgeschoben. Dann können wir jetzt hier durchdrücken und schlagen hier unten halt an, ohne dass wir das Element breit drücken. Ich denke mal, da ist mit einer etwas längeren Schraube, die andere wird zu kurz sein, abgeholfen. Ja, also jetzt kein Beinbruch, ne? Wenn die Technik stimmt, kann man da auch ruhig mal eine längere 10er Schraube reindrehen. Ja, gut, ich stecke mal wieder in die andere Werkstatt. So, da sind wir wieder. Also ich habe wirklich nur, Moment, ich mache mal gerade Weitwinkel, ich habe wirklich nur das Ding ausgepackt, habe es hier hingestellt, also festgeschraubt. Sonst habe ich da nichts dran gemacht bis jetzt. Boah, werde jetzt mal hier, ich glaube, jeder hat so eine Dose unter euch, oder? Werde ich mal nach einer passenden Schraube suchen, da wird schon irgendwas dabei sein. Und dann werde ich das Teil mal noch richten und das Handrad auf die andere Seite drehen, dass man hier auch ein Behältnis unterstellen kann, wo das Diesel reinkommt, also das aus der Düse rauskommt, ne? Vorrat ist ja hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war nicht viel Arbeit, oder? Macht doch schon einen ganz anderen Eindruck, wenn das Ding mal schön gerade ist und auch eine ordentliche Anschlagschraube drin hat. So, ich würde sagen, ich biege mir noch die andere Leitung und dann besorge ich mal eine Düse und dann gucken wir mal, wie es aussieht, ob der Druck hier derselbe ist wie unten am Bosch-Gerät. Und natürlich, da muss ja auch noch was rein, kann ich euch auch nur empfehlen, nutzt da Prüföl. Kein normales Diesel, einfach nur um die Werte nicht zu verfälschen.
macht einen Unterschied, auch wenn er nur gering ist. Fühlt sich irgendwie besser an. Alles gebogen, alles dran. Ihr seht, schön Schleife reingebogen. Ich habe mal eine Prüfdüse dran gehängt, weil die steigt mir hier nicht die ganze Bude voll. Ja, also funktioniert gut. Ja, ne? Prüfdüse ist auch noch in Ordnung. Was gewöhnungsbedürftig ist, ist dieses glycerinberuhigte Armatur. Ich meine, 165 Bar haben die Prüfdüsen. Na ja, schön, da muss man mal vorpumpen. Die macht genau bei 165 Bar auf. Ich wollte schon sagen, na, da sind wir wieder. So, ihr dürft jetzt gerne mal entscheiden, wer die schöner gebogenen Düsenprüfleitungen hat. Mein Opa oder ich, die ist von meinem Opa, die von eben ist mir. Hier einmal Bosch-Düsenprüfgerät. Ich habe übrigens das Gefühl, in dem anderen ist noch irgendwo Luft drin. Ne? Düse schnarrt noch genauso schön und ich dachte eben schon, warte mal, die Prüfdüsen haben 175 Bar, nicht 165. Bin ich zu blöd zum Lesen? Ihr seht hier schön, ne? Die geht genau auf die 175. Das muss ich mir oben doch nochmal angucken. Vielleicht ist da wirklich Luft drin. Also, einmal Gerät entlüften und dann nochmal nachschauen. Die Düse hat definitiv 165 Bar und nicht 175 Bar und nicht 165. Oder ich kann aber die Skala nicht lesen. Mir lässt es keine Ruhe. Guckt mal hier, seht ihr das? Da ist eine Strömungsdrossel drin. Wahrscheinlich, um die Nadel noch mehr zu beruhigen. Die baue ich jetzt mal aus. Und dann schauen wir mal. Einmal Messer ohne Strömungsdrossel. Die liegt hier. Eine kleine Madenschraube. Messer wieder drauf. Und dann gucken wir mal nochmal. Lässt keine Ruhe. Ihr seht, anderes Outfit. Und der Bart ist wahrscheinlich auch ein Stück länger geworden. Immer noch Thema Düsenprüfgerät. Folgendes. Ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, ob es wirklich überall dicht ist. Ich mache mal die Klimaanlage gerade aus. So. Und da ist mir aufgefallen, hier oben leckt's. Und zudem, wie ihr hier sehen könnt, die Prüfdüse, die ich habe, die hing nicht umsonst neben dran, weil die hat Lecköl ohne Ende. Das heißt, da haben wir auch extrem starke Druckverluste. Das spielt der Messuhr nicht gerade in die Karten. So, Messgerät wieder aufgemacht. Ist klar, ne? Mit dem Kupferring dicht. Wohl eher nicht. Deswegen bin ich mir rübergegangen und das ist tatsächlich eine Hitzetransferscheibe, die normalerweise auf Deutz- oder MWM-Motoren gehört. Genau derselbe Durchmesser innen, genau dieselbe Dicke, genau derselbe Durchmesser außen. Hatte ich zum Glück noch mehr als genug im Lager liegen. Also hier Props an den Hersteller. Super Sache, kann man nämlich einfach selber austauschen. Hier hat man nämlich normalerweise da, also ich zumindest. Passt auch genau hier drauf. Und baue ich jetzt mal ein, ziehe das Ding nochmal an. Und dann nehme ich mal hier die Düsen, die müssen nämlich sowieso noch gemacht werden. Dann haben wir da auch eine frische Düse drauf und dann sehen wir mal besser, wie das Gerät sich denn verhält. Und dann können wir auch eine ordentliche Schlussfolgerung ziehen. Also, Standby, ich baue jetzt das Messgerät nochmal zusammen und dann sehen wir uns wieder. Ja, man sieht schon direkt, Riesenunterschied. Also, das Ding war einfach nur undicht gewesen in sich selber. Hier die Düse ist halt, da geht halt mehr dran vorbei wie durch. Ich mache jetzt die Düsen hier mal fertig und dann hängen wir mal eine dran. Düsen prüfen und einstellen mache ich dann gerade ein separates Video mit. Mache erstmal alles sauber, zerleg die mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Nochmal zurück zum Düsenprüfgerät. Ich habe gerade eben das Video noch fertig gedreht mit Zusammenbau KDAL-Düsenhalter. Und muss sagen, die hatte original 200 Bar, hat noch die originale Einstellscheibe drin. Und mit einer Düse, die dicht ist, kommen wir jetzt auch auf unsere 210 Bar. Man sagt ja immer 10 Bar mehr. Also, Gerät funktioniert perfekt.
wer es haben möchte, anfragen über mein Kontaktformular www.schraubershop.com oder eine Mail schreiben oder anrufen. Auf der Seite über mich findet ihr direkt einen Link zum WhatsApp mit einer Telefonnummer von mir. Ja, also super Gerät, kann ich nur empfehlen. Ich bin glücklich, habe mir hier noch so einen Bolzen dafür gedreht. Der originale ist ja mit zwei Splinten. Also der bei dem Gerät dabei ist. Beim Bosch-Gerät ist es so gelöst, dass man hier einen kleinen Absatz drin hat, den schiebt man einfach bei und wenn man den Hebel rausziehen muss, muss man nicht immer den Splint rauspopeln. Ja, ich habe schon mit dem Hersteller gesprochen, die passen das hier höchstwahrscheinlich noch an, dass hier eine ordentliche Anschlagschraube dran ist und dass das Gerät richtig rum geliefert wird. Und selbst wenn nicht, ist es nur eine Kleinigkeit. Die Dichtscheibe hier oben drin, wie gesagt, die kostet 1,50 Euro, 1 Euro, die ist nicht teuer. Also wenn man das Ding kriegt, am besten einfach die Scheiben mitbestellen oder ich lege es euch einfach dabei. Das ist auch kein Problem, könnt ihr euch das Ding rumdrehen und dann ist auch gut. Perfekt. Ich wünsche euch was, bis dahin, euer Dominik.